Ja, danke, Frau Präsidentin, sehr geehrte Mitglieder der Bundesregierung, sehr geehrte Damen und Herren an den Bildschirmgeräten hier herinnen. Ja, also wenn Sie jetzt diese Debatte verfolgt haben an den Bildschirmgeräten und eigentlich nicht genau wissen, was hier gesprochen wurde, dann kann ich das nachvollziehen. Es passiert hier gerade eine massive Kindesweglegung, zuletzt von Seiten der SPÖ. Frau Kollegin Yildirim, wenn der Herr Benko zu seinen Dörkelenfesten geladen hat, dann sind sie alle gekommen, die Frau Randy Wagner. Ich weiß nicht, Sie haben gesagt, aus der Mottenkiste. Ich meine, noch ist sie ja in Amt und Würden. Vielleicht ist sie nächstes Monat in der Mottenkiste versunken. Der Herr Gusenbauer ist aktuell Vorsitzender im Aufsichtsrat mehrerer Subunternehmen. Das ist ja keine Mottenkiste, das ist etwas komplett Aktuelles. Er mag als Politiker abgetreten sein, aber in den Unternehmen hat er sehr wohl was zu sagen. Und ich weiß ja nicht, der Wiener Bürgermeister Ludwig, ich weiß jetzt nicht, was in den letzten Stunden bei euch passiert ist, da geht es ja drunter und drüber, aber aktuell, mein letzter Wissensstand war, er ist noch amtierender Bürgermeister und auch der ist auf allen Fotos drauf und hat sich gern in dieser illustren Gesellschaft gezeigt. Also hören Sie auf mit dieser Kindesweglegung. Natürlich hängen Sie da genauso mit drinnen, genauso wie die ÖVP natürlich nicht mit drin hängt, aber auch die Grünen, die ja heute so auffallend ruhig hier sind. Besonders spannend war ja die Wortmeldung vom Kollegen Kotzer, der da sich hergestellt hat von irgendwelchen Eigentumsbeschneidungen und Eigentum für alle. Man hatte das Gefühl, der Kommunismus wird jetzt gerade salonfähig gemacht in diesem Hohen Haus. Jetzt haben wir schon zwei kommunistische Parteien, die sich da gegenseitig übertrippeln. Ich sage Ihnen was, Herr Kollege Kotzer, weil Sie ja gerade zuerst am Wort noch waren. Fangen wir an beim Herrn Ronny Petschig. Wissen Sie, der Ronny Petschig, das ist mittendrin Teil dieser Familie. Freund von Thomas Schmidt, gute Verbindungen zum Herrn Chorherr, ist heute schon gesagt worden, hat auch dem Herrn Chorherr für seinen Verein gespendet. Der Immobilien- und Investor-Jongleur Ronny Petschig. Da die WKStA, da, vielleicht hat die WKStA deswegen immer bisher weggeschaut. Vielleicht ist deswegen nichts passiert in den Bereichen. Der Herr Benko hat 31 Millionen Steuernachlass bekommen um den Jahreswechsel 2021 in etwa. Wissen Sie, wer damals Justizminister war? Das war der Schwager des Herrn Ronny Petschig, nämlich ein gewisser Vizekanzler Werner Kogler. Der hat damals das Justizministerium auch noch übernommen gehabt. Also hören Sie auf mit dieser Kindesweglegung. Sie hängen hier ganz genauso mit drinnen. Es sind auch Ihre Leute, die Teil dieser Familie sind. Ja, und natürlich ist es die ÖVP, ja, dass der Ronny Benk, dass der Benko natürlich aus der ÖVP gestammt ist. Ja, das wissen wir. Und wir alle kennen die Geschichte. Wir alle wissen, wie damals zu Weihnachten ein Beamter aus dem Urlaub zurückgeholt werden hat müssen, damit er das Kaufhaus auf der Mariehilfestraße bekommt. Und dann ist filetiert worden. Und dann haben sie alle weggeschaut. Dann sind natürlich die erfolgreichen Immobilienanteile, die hat er dann gewinnbringend verkauft. Und jetzt vor zwei Wochen hat er dann den Handelsbetrieb, die Möbelhäuser verkauft. Und sagen Sie mal, Frau Herr, horchen Sie gar nicht zu? Wer sitzt denn jetzt im Aufsichtsrat? Wer hätte es denn verhindern können und müssen? Wer hätte es denn verhindern müssen? Na, natürlich der Aufsichtsrat, der hätte das in der Hand gehabt. Was Sie hier machen, ist Kindesweglegung, Frau Herr. Das geht genau in Ihre Richtung. Sie sind hier genauso involviert, wie es die ÖVP ist. Sie können sich davon nicht wegnehmen. Das ist einfach so. Die SPÖ hängt hier ganz genauso tief mit drinnen. Und das ist genau dieses Spiel, das Sie machen. Sie versuchen jetzt ein bisschen auf kommunistische Partei zu spielen. Jetzt machen wir Enteignung, Millionärssteuer. Ich weiß nicht, was da noch alles heute an irgendwelchen Thesen und Ideen geboren wurde, meine Damen und Herren. Damit werden wir solche Probleme überhaupt nicht in den Griff bekommen. Die Frage ist, wie gehen wir jetzt damit um? Und jetzt kommen Sie, Herr Wirtschaftsminister und Herr Arbeitsminister, einmal ins Spiel. Weil Ihre Wortmeldung, da hätte ich mir schon ein bisschen mehr erwartet. Dass Sie gesagt haben, na ja, das AMS ist ja angewiesen, die werden den Leuten helfen. Wissen Sie, Herr Minister, wenn Sie das so ernsthaft betreiben, wie Sie den Kampf gegen Scheinfirmen betreiben, und das ist das Problem, das ist das System, das sich hier etabliert hat in unserem Land. Jeder kriegt für irgendwelche Dinge Geld. Beim Herrn Benko hinterlässt man es natürlich in großen Summen Steuern, aber jeder kleine Betrüger kann in Österreich Förderungen bekommen vom AMS.
Die können das mit krimineller Energie. Und der Herr Arbeitsminister, dem ist es eigentlich egal, der schickt dann die Listen, welche Firmen jetzt wieder aufgepoppt sind. Sie haben nichts dagegen in der Hand, sie machen nichts dagegen. Und genauso ambitionslos sind sie jetzt, wenn es darum geht, hier 2000 Mitarbeitern. Das sind 2000 Familien, das sind Kinder, das sind Schicksale, denen Sie flapsig nichts anderes sagen, als die sollen zum AMS gehen. Daher, Arbeitsminister, da sind Sie noch mehr gefordert.